Hey Leute, willkommen zurück zu Slay the Spire. Wer es noch nicht mitbekommen hat, auf Steam gibt es jetzt eine Seite zu Slay the Spire 2. Ist noch nicht geplant oder noch nicht bekannt, wann das erscheinen wird. Und es wird, glaube ich, dann auch, wenn es irgendwann erstmal erscheint, im Early Access starten, ob ich das spielen werde. Mal gucken. Aber ich kann mit fast ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich nicht parallel Teil 1 und 2 gleichzeitig spielen werde. Ich glaube, soweit kann ich mich schon mal aus dem Fenster lehnen. Gut, das nur nebenbei. So, wir haben über 300 Gold. Das müssten wir doch mal ausgeben. Wir haben jetzt auch noch nicht so viele Relikte. Ich würde fast sagen, ich würde hier durch die Mitte gehen. Dann hätten wir hier nämlich auch ein Lagerfeuer und da oben können wir mal gucken. Gut, das macht dann auch keinen großen Unterschied. Aber ja, da haben wir ein paar mehr Events. Das verteilt sich alles recht. Da haben wir links noch einen Shop, da haben wir rechts aber auch noch einen Shop. Ich glaube, ich mache das wirklich hier. Ich gehe durch die Mitte, nehme den Shop mit und je nachdem, wie viel Gold wir dann haben, nehme ich dann auch noch den anderen Shop mit. Wir schauen mal. So. Dann starten wir auf jeden Fall mit Verteidigen. Ich muss gerade noch mal ganz kurz gucken. Fokustrank hatten wir, genau, Geschicklichkeitstrank. Und du hast 14 davon. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Ich spiele mal Doppelentladung. Wobei, ich hätte auch Rekursion und Doppelentladung dann spielen können. Egal. Okay. Schmelzen habe ich mir vor allen Dingen jetzt für den zweiten Akt mitgenommen. Da hätten wir schon mal Post. Dann hätten wir auch zweimal verteidigen. Würde ich jetzt direkt dann auch schon mal spielen. Auf jeden Fall auch Kälteeinbruch. Und Hyperstrahl ist halt echt ein bisschen blöd. Rekursion. Dunkles Schicksal. Ich glaube, ich spiele einmal Dunkles Schicksal und dann einmal Rekursion. Dann haben wir 10 Block und dann spiele ich jetzt nochmal Kühler Kopf. So. Dann haben wir auch den Schattenorb wieder ganz vorn. Jetzt ist er wieder hinten, aber ja, Doppelentladung könnte ich halt spielen, um nochmal komplett alles zu blocken. Ich würde echt sagen, nee, ich spiele Kühlerkopf. So. Ich müsste halt echt eine Möglichkeit noch bekommen, dass der Schattenorb da schneller stärker wird. So, Schmelzen haben wir. Damit können wir jetzt aber auch noch nicht so viel anfangen. Wir können das einmal nehmen, wir können Schmelzen einmal nehmen und dann nochmal draufhauen. Es kommt momentan nicht so viel Schaden dabei rum, was ich echt schade finde. So, verteidigen. Zweimal Schlag. Jetzt hätte ich gerne mal Doppelentladung. Oder halt Rekursion ist schön und gut. Es wären 10. Das wird halt alles trotzdem nicht reichen. Dann spiele ich jetzt Rekursion so. Und einmal Kälteeinbruch. Einmal Schmelzen. Ach, ich kassiere hier schon wieder viel zu viel Schaden. Das lief zwischendurch echt ein bisschen blöd. Kühler Kopf. Machen wir. So, dann nehme ich jetzt hier Hyperstrahl. Und setze dem Ganzen ein Ende. Hyperstrahl habe ich letztes Mal auch gesagt, habe ich mitgenommen, um entweder das gegen mehrere Gegner zu benutzen, um die dann ausschalten zu können. Oder halt bestimmte Gegner dann damit finishen zu können. Weil der Schaden ist jetzt auch nicht so gering. Ja, Kraftfeld, nee. Kühler Kopf nochmal. Ja.
Ich habe halt nicht genug Orb-Slots, deswegen nehme ich jetzt Kühler Kopf nicht mit. Frost ist halt super, aber für Frost braucht man halt auch ein paar mehr Slots. So, und was wird das jetzt hier? Okay, nehme ich. Und wir... Das Problem ist halt echt... Frostorb schön und gut, aber so viel Block kriege ich damit nicht zusammen. Ich schmeiße hier erst nochmal die Schläge so weit raus. So. Dann können wir direkt mal Kälteeinbruch spielen. Das könnte jetzt hier auch ein bisschen blöd werden. Ich spiele jetzt einmal Rekursion. Und... Ja, nee, ja, okay, ich hätte Doppelentladung nehmen sollen. Ich wollte es jetzt anders machen. Ich wollte hier Frost, also Doppelentladung mit dem Frostorb hier nehmen. Aber ich hatte ja noch die Blockkarten. So, Hyperstrahl. Immerhin ein bisschen. Gut, die haben jetzt auch nicht mehr so viel. Damit kann ich eigentlich, glaube ich, schon auch noch leben. Kühlerkopf ist halt wieder so eine Sache. Ich habe halt nicht genug Fokus. Das hätte jetzt eh nicht so viel gebracht. Ich probiere das jetzt so, die einfach so wegzuholzen. Weil ich kriege hier halt echt zu viel auf die Omme. Viel zu viel auf die Omme. Das hat halt auch noch nicht gereicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja. Danke fürs Gespräch. Okay. Boah, das war aber ein schnelles Ende. Ja gut, dann machen wir das jetzt nochmal hier. Also den ersten Akt kann ich ja nochmal schnell mitnehmen. Das wird wohl nicht so lange dauern. So, wie ist das denn? Da hätten wir einen Shop. Da hätten wir auch einen Shop. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt erstmal... Ich würde jetzt erstmal das Gold nehmen. Dann probiere ich das jetzt nochmal mit Frost. Einmal probiere ich das jetzt noch. Gut, dann starten wir hier. Nehmen dann direkt den Shop mit. Und da oben dann den nächsten Shop. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Beziehungsweise, ich weiß gerade nicht so richtig, wie ich das am besten mache mit Frost. Das ist halt echt gerade so ein bisschen schwierig. Schneesturm, hallo. Ja, damit. Das Problem ist. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich nehme die jetzt mit, auch wenn ich damit erstmal nichts anfangen kann. So, Kälteeinbruch könnten wir hier kaufen. Oder halt so eine Blume, Karte entfernen. Ich kaufe mir jetzt hier Kälteeinbruch. Und wir entfernen eine Karte, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wir schmeißen dann hier direkt einen Schlag raus. Block muss ich erstmal noch behalten. Max TP, Reue. Das wäre noch okay, weil da haben wir gleich wieder einen Shop. Ich glaube, ich nehme sogar das. Was haben wir denn? Oh, das ist gut, das Ei direkt so früh zu Beginn. Goldene Götze. Noch ein Fluch. Ja, das ist alles relativ früh. So, wir müssen auf jeden Fall... Ich kann es mir halt noch nicht leisten. Oh Mann, was mache ich denn? Was ist denn heute los? Was ich mich da auch gerade frage... Wenn ich jetzt mit Schneesturm Schaden mache. Aber das ist... Nee, das ist eine Angriffskarte. Deswegen hätte ich auch von den Schwarzen nicht so viel. Verdammt. Okay. Sieht wieder super aus. Da haben wir aber noch einen Shop. Okay, gut. Dann gucken wir mal. Blitz.
Ich mache jetzt lieber Schaden, als dass ich mir noch ein bisschen mehr blocke. Weil die haben jetzt auch nicht so viel Leben. Dann kriege ich jetzt halt hier ein bisschen auf die Nase. Aber das ist alles noch... alles noch im Rahmen. So. Machen wir das noch. Dann haben wir hier Doppelentladung. Dann erschaffen wir noch einen Blitz. Boah, Schneesturm ist aber auch wieder so eine Sache, ne? Das ist halt auch... macht halt an allen Gegnern Schaden, ja, aber... boah. Ich brauche da noch eine ganze Ecke mehr. Ja. Frost. Orbs. So, dich können wir erledigen. Dich können wir nochmal angreifen. Ja, der Fächer ist auf jeden Fall ganz okay. Dunkelheit. Sprung. Sprung wäre halt schon echt nett. Ah, Dunkelheit ist aber auch... Ich brauche halt erstmal... ich brauche trotzdem erstmal Schaden. So, wir ruhen uns hier aus mit 32 Leben. Und... ja, komm, geh mal links lang. Dann machen wir das so. Einmal bitte Dunkelheit. Einmal Doppelentladung spiele ich jetzt noch nicht. Und den Rest auch noch nicht. Jetzt können wir noch Blitz erschaffen. So. Der Orb ist jetzt schon bei 24. Und... Jetzt greifen wir an. Ja, ich habe ja nur Doppelentladung. Da spiele ich jetzt auch Doppelentladung. Und nicht Rekursion. So, dann machen wir das einmal. Kälteeinbruch. Verteidigen. Blitz und Doppelentladung. Das Kissen ist nett. Kultistentrank. Ja, könnte noch ganz nett sein, aber... weiß ich nicht. Suchen plus. Boah, das... Nee. Und Kalkos ist auch ganz nett. So, jetzt haben wir hier aber genug Gold. Jetzt kann ich auch endlich mal diese verdammte Reue entfernen. Kälte ist natürlich auch... oh ja, jetzt kriege ich hier endlich mal Frostkarten. Dann nehme ich Kälte Plus auf jeden Fall mit. Ist natürlich dann wieder besser gegen mehrere Gegner. Aber es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Gut, wir haben jetzt... ich könnte eventuell sagen, ich schmiede. Die Frage ist halt, das ist einfach nur mehr Schaden. Das ist... Ich würde schon auf Schneesturm gehen wollen. Ich habe jetzt nicht so viel Leben, aber das sollte für die normalen Gegner ja eigentlich kein Problem sein. So, Kälte ist schon mal super. Dann können wir einmal Verteidigen spielen. Dann erschaffen wir noch Blitz, greifen dich an und dann bist du sowieso raus. Aber die Sache ist halt auch wirklich... mit maximal dann drei Frost-Orbs kriege ich halt auch nicht genug Block zusammen. Ich bräuchte halt so 10. Und dann möglichst schnell oder 10 Plätze dafür. Und die Chance oder die Möglichkeit, möglichst schnell die 10 dann auch zu erschaffen.
Chaos ist halt auch wieder, ne, ist Chaos. Von daher, Batterieladen wäre noch ganz cool. Ich nehme mal Batterieladen mit. Oder ich gucke mal, dass ich schnell, oder momentan sieht es so aus, ich muss halt schauen, dass ich möglichst viele Frostops erzeuge in kurzer Zeit. Ich habe nicht so viele Slots, also muss ich das ein bisschen so mit Block kompensieren, würde ich sagen. Klangschale, ja, gut, nehmen wir auch mit. Und dann haben wir wieder Kälte. Dann haben wir Dunkelheit, Batterie laden. Und ich nehme jetzt direkt Verteidigen. So, Schneesturm ist halt... Okay. So, das brauchen wir noch nicht. Da können wir nochmal angreifen. Also den Schattenorb habe ich jetzt auch mehr provisorisch mitgenommen. Um einfach nochmal ein bisschen direkt am Anfang mehr Schaden zu haben. Sprung nehme ich auch direkt mit. Dann haben wir halt ein paar Blockkarten. So, da ruhen wir uns aus. Und dann müssen wir mal gucken. Mal bitte Kälte. Einmal bitte draufhauen. Und ich könnte... Ich nehme jetzt mal hier den Kultistentrank, weil Stärke wird für mich als später auch nicht so interessant dann sein. Dann könnte ich mir... Dann könnte das hier alles ein bisschen einfacher sein. Machen wir das mal so. Kälteeinbruch. Doppelentladung. Nochmal so einen zweiten Treffer würde ich noch verkraften. Aber ein drittes Mal dann nicht. So, Dunkelheit. Kälteeinbruch, genau. Schneesturm macht 13 Damage. Und ich muss natürlich auch gucken, beim Boss, wenn der irgendwie 3-4 Schaden macht, der Schneesturm, würde ich den halt nicht nehmen. Bei 13 Schaden jetzt für eine Energie ist das... Ist das schon okay? Vielleicht kann ja Schattenorb ein bisschen mit Schneesturm kombinieren. Mal schauen. So, Batterieladen werde ich auf jeden Fall spielen. Doppelentladung hätte ich jetzt auch schon nehmen können. Aber das sollte erst nochmal so weit passen. So, Blitz erschaffe ich jetzt natürlich nicht. Doppelentladung, genau. Dann du machst 8 Schaden, dann haben wir hier noch einen Schneesturm. Das Gute ist, dann habe ich jetzt aber auf jeden Fall ein bisschen mehr Frostsachen. Und was hätten wir hier? Ah, das ist auch alles wieder... Ich könnte Elektrodynamik mitnehmen, ja. Könnte ich machen. Ich habe ja einen Blitz. Ich glaube, ich nehme Elektrodynamik mit. Dann wird das jetzt ein sehr wilder Mix. Wir können nicht mehr schmieden... Ich glaube, den Schmelzhammer würde ich nicht nehmen. Dann nehme ich den Schlüssel. Und das ist schon sehr durcheinander. Jetzt mit Schattenorbs, Frostorbs und Blitzorbs so ein bisschen. Mal gucken. Eventuell kann ich die ein oder andere Karte dann noch rauswerfen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.